Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 11. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Boah, wir sind ganz schön fleißig mit unserem Format und ja. Ich bin echt überrascht, dass wir jetzt schon echt 11 Folgen haben. Wie viele Filme wir geguckt haben? 24 Stück. Wow. Ja. Okay. Und es kommt mir vor, als wären wir gerade erst am Sonntag auf dieser Couch gesessen. Oh, haben wir auch. Ja, wir haben nämlich hier nochmal hinter uns bei der German Comic Con auf der Couch gesessen. Also wir haben hier gesessen und die Comic Con ist virtuell zu uns gekommen im Twitch-Kanal. Genau, es war wirklich sehr spannend, weil das war die erste Online-Comic-Convention sozusagen in Deutschland und wir waren wirklich sehr geehrt, dass wir daran teilnehmen durften und wieder so eine Art Streaming-Box unterhalten durften. Ja. Und das könnt ihr auch alles nochmal nachsehen. Wo kann man das schauen? Auf twitch.tv, ich blende das auch mal ein, twitch.tv/German Comic Con. Und da seht ihr auch schon, dass es schon ein neues Datum gibt, nämlich am 21.05. findet die nächste German Comic Con Home Edition statt. Und da sind wir wieder am Start und werden wieder Interviews machen. Mal gucken, wer dieses Mal kommt an Stars. Das wird nach und nach dann natürlich dann angekündigt werden. Aber wir hatten jetzt beim letzten Mal hatten wir Robin Lord Taylor dabei, das ist der Pinguin aus Gotham. Wir hatten Sam Jones, aka Flash Gordon. Ja. Dann hatten wir das allererste Zombie-Kind in The Walking Dead, Eddie Miller. Wen hatten wir noch? Manu Bennett. Aus Hobbit und Arrow. Genau. Dann Chelsea Reist. Aus The 100. Genau. Und hier auch aus Michael Cutlets. Genau. Michael Cutlets aus The 100. Genau. Ja. Und so sah das Ganze aus. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Und am lustigsten war wirklich Chelsea Reist. Also wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann empfehlen wir euch hier den Kanal twitch.tv/German Comic Con. Und am Donnerstag sind wir da auch wieder live. Ja, am Donnerstag sind wir zwei auf dem Kanal dann auch wieder live. Genau, so. Wieder bei Twitch und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dann auch einschaltet. Was es dann an Programmen gibt, das ist noch geheim. Ja, weil wir wissen es einfach noch nicht. Genau. Das überlegen wir uns Mittwochabend oder so. Also Donnerstag 20 Uhr, twitch.tv, German Comic Con, da sind wir dann. Aber es wird auf jeden Fall nerdig. Auf jeden Fall, ja. So, wir haben wieder drei Filme diesmal geguckt. Drei Filme. Für alle, die das Prinzip noch nicht kennen. Drei lange Filme auch. Ja. Für alle, die das Prinzip noch nicht kennen, wir haben ein Einmach, wir müssen das Einmachglas beim nächsten Mal auch zeigen. Ja. Die Leute glauben uns nicht, dass wir ein Einmachglas haben. Es ist auch kein Einmachglas. Es ist ein Glas, wo Pfirsiche drin waren. Okay, wir haben ein ehemaliges Pfirsichglas, ja, das nicht dem Altglas zugeführt wurde, sondern einer besonderen Verwendung. Nämlich, da sind Zettel drin und wir ziehen immer welche draus. Und die Prämisse der Filme, die da drin liegt, ist, der andere darf sie noch nicht gesehen haben. Genau. Und da darf auch alles drin sein. Ja. Und es war auch wieder alles drin. Aber diesmal ging es sogar. Beim nächsten Mal wird es schlimm. Also wir haben zwei Filme vor uns, die von mir sind und einen von dir. Ja, und nachdem im letzten Mal ich einen Hattrick hatte mit drei von mir, nämlich mit Don Camillo, Cocktail für eine Leiche und Uhrwerk Orange, haben wir heute wieder drei und wir fangen an mit einem Film von mir, den ich reingeschmissen habe in unser Glas. Ja, nämlich Only Lovers Left Alive. Ja, richtig. Wir hatten jetzt schon einmal in einer Besprechung einen Film von Jim Jarmusch. Und als wir den besprochen haben, habe ich auch gesagt, es ist noch ein Film im Glas. Ja, ja, dieser ist es. Das ist ein sehr ruhiger Film. Von wann ist der? Von 2013. Ja, ist noch nicht so alt. Ja. Den
zwei meiner Lieblingsschauspielern, und zwar einmal Tom Hiddleston, wer es noch nicht weiß, und Tilda Swinton. Ja, und wir haben noch dabei Via Masikowska und John Hurt, Anton Jelchin, leider schon verstorben, den kennt ihr aus als Chekhov in den Star Trek Remakes. Und Jeffrey Wright ist dabei, also im Grunde genommen ist es die übliche Jim Jarmusch-Gang. Bill Murray fehlt. Ja. Aber der hätte auch irgendwie in den Film nicht so reingepasst, finde ich. Statt John Hurt. Ja, nee, irgendwie nicht. Oder als irgendwie verrückter Musikproduzent oder so. Ja, naja, also worum geht's? Es geht um... Oh ja, du machst eine Zusammenfassung. Ich versuche es. Es geht um zwei... Ja, alte Vampire, Adam und Adam und Eve, und die beiden leben nicht zusammen, sie sind aber ein Paar, und Eve besucht dann Adam, und ich kann keine Zusammenfassung, wenn ich es mir nicht vorher aufschreibe. Quelle Surprise, ja? Also, es geht um, wie gesagt, um diese zwei Vampire, sie lebt in Tanger, er lebt in Detroit, sie ist... Irgendwas? Also sie ist schon 400-500 Jahre unterwegs. Nein, die sind noch älter. Noch älter wahrscheinlich. Die heißen Adam und Eve. Meinst du, dass sie heißen wirklich Adam und Eve, weil sie Adam und Eve waren? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es geht darum, dass diese Namen aufzeigen sollen, sie sind welche der ersten Wesen. Okay, also die sind auf jeden Fall sehr alt. Ja, und sind sehr sphärisch. Ja, genau, sie sind fast schon ätherische Wesen. Ja, irgendwie schon. Tilda Swinton hat nichts zu tun. Die ist irgendwie Künstlerin oder Schriftstellerin oder irgendwie sowas oder gar nichts. Ich glaube, sie Yoga-Lehrerin. Sie liest einfach super gerne. Ja. Ich könnte sie sein in ein paar Jahren. Ja. So, okay. Mit 1000 Büchern um sich herum. Und langweilig. Okay, kann ich jetzt mal versuchen, eine Zusammenfassung zu machen? Ja, das wäre echt, sonst wissen die Leute überhaupt nicht, ob sie den Film gucken sollen. Also, wenn ich es jetzt gucken würde, unseren Pod oder hören Podcast, würde ich sagen, den Film muss ich jetzt nicht gucken. Ja, ja du. Ja, also, Adam ist Musiker und lebt in Detroit und seine Geschichte ist eben, dass er ein Unknown-Musiker ist. Also, er veröffentlicht sehr erfolgreich Musik, aber keiner weiß, wer er ist. Sie bezeichnen Menschen immer als Zombies. Aber das ist nicht richtig gesagt. Er veröffentlicht nämlich eben keine seiner Musikstücke. Ja doch, er ist ja berühmt. Nur keiner weiß, wer er ist. Nein, er hat zum Beispiel Musik geschrieben für Komponisten von damals und aber nicht zu erkennen gegeben, dass es sein Werk ist. Ja, gut. Und die Musik, die dann später... Club gespielt wird und so, der hat nicht erlaubt, dass es veröffentlicht wird. Er möchte seine Musik nicht veröffentlichen. Gut, also er hat sich in der Underground-Szene mit psychedelischer Musik einen Namen gemacht, von dem aber keiner weiß, woher sie kommt. Das ist schon so. Ja. Er veröffentlicht regelmäßig Songs und niemand weiß, wer dahinter steckt. Ja, das ist so. Ja, ja, nicht alles, was er möchte ja nicht alles veröffentlichen. Ja gut, er hat halt auch für die Beatles-Songs geschrieben und für die Stones und keine Ahnung was und will er alles erwähnen. David Bowie natürlich. Letztens wieder bei Westworld schon wieder David Bowie. In jeder Kackserie wird irgendein David Bowie ziehen. Ich finde David Bowie gnadenlos überbewertet. Ich kann es so nicht mehr hören. Und bitte, bitte, liebe Filmproduzenten, der hat mehr gemacht als Heroes und Space Oddity. Wenn ihr schon einen David Bowie-Song nennt, dann bitte doch mal endlich irgendwas anderes. Das ist wie hier bei Antenne Düsseldorf, die bei Guns N' Roses nur November Rain kennen und von Metallica nur Nothing Else Matters. Aber in... Und von Tom Petty nur Learning to Fly. Aber in Ritter aus Leidenschaft kam Golden Years. Gut, also auf jeden Fall, Adam und Eve sind ein Paar, um vielleicht jetzt nochmal auf die Handlung zurückzukommen, sind ein Paar, sie wohnt in Tanger, er wohnt in Detroit. Man skypt oder facetimet miteinander, also es spielt in der Jetztzeit. Und irgendwann ist der Eve halt mal langweilig und sagt, ich komme dich mal besuchen. So. Und dann kommt sie ihn besuchen. Sie kommt ja, weil er einen Durchhänger hat. Ja, de facto ist sie einfach nur langweilig. So. Ihr ist einfach nur langweilig. Also irgendwie habe ich einen anderen Film gesehen. Also kann es sein. Also ich habe einen sowieso ziemlich langweiligen Film gesehen. Abgesehen davon. Also sie besucht ihn in Detroit. Und ja, dann hängt man halt zusammen ab in seiner abgefuckten Bude. Weil eine Villa kann man es nicht nennen. Ja. Es hat ein bisschen was von Vier-Zimmer-Küche-Sarg. Oder so ein bisschen was in der Art. Also so ein bisschen Mockumentary.
Und während sie da halt so sinnlos abhängen, kommt halt dann noch Ava. Und Ava ist so ein Jungvampir, also irgendwie erst 200 Jahre alt oder so, aus Kalifornien. Und ja, die ist drogenabhängig. Naja, was heißt drogenabhängig? Sie ist süchtig nach Blut. Während sich nämlich Adam und Eve durchaus nur Blutkonserven bedienen und niemanden mehr umbringen, weil sie das für altmodisch und antiquiert halten, hat Ava damit halt kein Problem und saugt halt, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat. Die jungen Leute haben ja keine Impulskontrolle mehr. Halt alles aus. So. Und ganz ehrlich, das war's dann auch schon. Dann fliegt die wieder raus, weil sie eine Leiche haben, nämlich seinen Gehilfen, den sie dann aussagt. Nicht den ganzen Film. Es gibt keine Pointe in dem Film. Es ist ein Jim Jarmusch-Film, er ist kein großer Reveal am Ende. Man sieht einfach Menschen dabei zu, wie sie Dinge tun. Das ist doch nicht das Ding des Films. Ich weiß. Aber ich fand den grottenlangweilig. Und ich weiß, ich mag eigentlich Jim Jarmusch, aber den fand ich grottenlangweilig. Der geht 220 Minuten und davon sind 40 Minuten zu viel. Minimum. Also ich mag den Film. Darfst du ja auch. Ich finde den sehr schön, weil der einfach unaufgeregt entspannt ist. Ja, und du fragst dich halt die ganze Zeit, what's the fucking point? Die sind weder auf irgendeiner Reise, noch kommen sie, wollen sie irgendwo hin, noch kommen sie von irgendwo. Man guckt einfach in das Leben von der langweiligsten Vampire ever. Ja. Es ist ab und zu blitzen da mal so Vampirfähigkeiten auf, dass er halt irgendwie mal, wenn was runterfällt, so ganz schnell einen Reflex hat und dann. Da passiert einfach nichts, gar nichts, null, nada, niente. In Jim Jarmusch Filmen passiert nie sonderlich viel, aber es gibt wenigstens wie immer, wenn ich Bill Murray in Lost in Translation folge, dann folge ich, kann ich mich mit ihm wenigstens identifizieren, wie es halt ist, wenn man da in Japan so ist und kein Japanisch kann und auch keinen Führer hat. Wenn ich mir Broken Flowers angucke, dann kann sich, glaube ich, jeder damit identifizieren, der irgendwie schon mal verflossene Lieben hinterhergehangen ist. Und man kann sich auch hier wieder durchaus mit ihm identifizieren, dass er sich auf diese Reise macht. Die ist zwar auch ein bisschen prätentiös, ein bisschen langsam, aber man kann es zumindest irgendwie verstehen. Auch bei The Dead Don't Die, da habe ich natürlich diese Horrorpower. Aber hier, ganz ehrlich, das ist einfach nur langweilig. Einfach nur langweilig. Und als ich dann am Ende gesehen habe, dass der Film vollgepumpt ist mit deutschen Steuergeldern über Filmförderung, NRW, Schleswig-Holstein und keine Ahnung was, und der nicht eine einzige Sekunde in Deutschland spielt, ja, da habe ich mich ernsthaft gefragt, what the fuck? Aber man hat dann im Abspann gesehen, dass viele deutsche Firmen beteiligt waren. Okay, also, ja, was soll ich sagen? Ich fand den einfach langweilig. Also es gab hier wohl Dreharbeiten in Detroit, Tanger, Hamburg, Köln und Leverkusen, aber dann hat man nicht gesehen, dass die irgendwo mal in Köln, Leverkusen und Hamburg gedreht haben. Also ja, es kommt als sollte man ja auch nicht sehen. Naja, es kommt als Handlungs-Ace ja nicht vor. Also genau, es kommt als Handlungsort ja nicht vor. Ja, also von daher. Ja. Ja. Was mir einfach an dem Film was gefällt dir daran? Ist einfach diese, da wird so eine bestimmte Stimmung rübergebracht. Und das ist, als wenn man sich so in diese Stimmung reinfallen lassen kann. Das ist eine sehr melancholische Stimmung, was nicht viele Filme irgendwie so schaffen. Es ist so eine ganz eigene Gefühlsdynamik irgendwie. Du hast halt diese beiden uralten Charaktere, die natürlich gelangweilt sind, weil die einfach schon so viele Jahre auf der Welt sind, dass sie einfach nicht mehr wissen, was sollen wir eigentlich noch machen. Der eine ist halbwegs depressiv, überlegt, dass er sich halbwegs umbringt. Depressiv ist gut. Ja. Also er überlegt halt, ob er sich erschießt. Ja. Und mit einer Holzkugel. Ja, hallo? Ja, ist ja, klar. ist gut. Und sie ist einfach so ein bisschen der Opposite. Ne, da wird auch mit dieser Symbolik ein bisschen gespielt. Er hat alles in schwarz, sie ist halt alles in weiß. Und das sind einfach diese Bildkontraste, die da als Stilmittel funktionieren und halt diese ganze melancholische Stimmung. Es ist, als wenn du dich in so eine Badewanne reinsetzt von Melancholie. Und das finde ich einfach, ja, das ist nicht für jeden. Ja. Und ich mag das aber manchmal einfach so. Und dann einfach diese Musik, die im Film vorkommt, also so Adams Musik, die ist also sehr 70s. Und so, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr, wie heißt die Band? Kraftwerk? Nein, absolut nein.
Kann ich den Hype drum auch nicht nachvollziehen, ja, egal. Aber ich bin nicht so into Musical. Ja, das ist doch, ich sage, der Film ist auch eigentlich nichts für dich. Die Bettwurst auch nicht. Es sind übrigens doch noch 16 Filme drin. Ja, die Chance ist 1-6, dass bald die Bettwurst kommt. Nein, aber wie gesagt, ich finde es einfach schön, auch mal so einen Film zu haben, der eben nicht so bam, bam, bam ist, sondern... Ja, ja, alles gut. Das ist ja ein Jim Jarmusch-Film. Das ist ja auch in Ordnung. Und ich habe ja nichts gegen Jim Jarmusch-Filme, ganz im Gegenteil, aber... Ja, das weiß, war von allen, den ich bisher gesehen habe, war das... Der ist halt so, wie eine gerade Linie. Genau. Da passiert nicht viel. Da passiert nicht viel, ja. Gar nichts. Wie gesagt, ich mag einfach die Schauspieler gerne. Ich gucke mir eigentlich auch alles an, was die machen. Und deswegen finde ich es von vornherein einfach schon mal meistens gut. Mhm. Ja, das ist einfach so, wenn man bestimmte Schauspieler einfach gerne sieht, ne? Es ist wie wenn du durch eine Ausstellung gehst von einem Maler. Ist ja auch, weiß Gott, nicht so, dass da schlechte schauspielerische Leistungen wären. Ganz Nein. Überhaupt nicht. Es passiert einfach nur nichts. Einfach gar nichts. Ja. Und ich glaube, der Punkt ist, mich interessiert das auch gar nicht. Also es interessiert mich überhaupt nicht. Bei Bill Murray habe ich, bei Broken Flowers will ich wissen, so, findet er jetzt die Liebe? Ist das jetzt sein Sohn? Ist das nicht? Und so weiter. Wie gesagt, es geht auch eigentlich nicht wirklich und um sowas die Story. Und sowas gibt es hier überhaupt nicht. Es geht um diese Stimmung einfach. Ja, ja, ich glaube, es ist die Stimmung. Und da muss man Film halt so rüberbringt. Und ich finde, das schafft er wirklich sehr gut. Er schafft es, wenn ich dann in Tange. Ja, wenn ich da bin in der Stadt, dann... Und die beiden da so durchlaufen, dann kann ich mich da gut reinfühlen, so diese Stimmung. Ich kann spüren, wie trocken die Luft ist oder wie warm es ist, weil abends im Café noch alle so, so sitzen. Ich kann hundertprozentig nachvollziehen, bei unserem zweiten Film wird es, habe ich nämlich genau das Gleiche, vor allem im Vergleich zum Remake zu sagen. Aber ja, also ich glaube, wenn man die Grundprämisse einfach nicht kauft, und ich habe sie nicht gekauft, dann interessiert einen. Also mich interessieren diese Charakter nicht, weil sie machen nichts. Und außer, dass sie halt am Ende dann back to the roots gehen, mehr sage ich jetzt mal nicht. Also ich finde den Film halt schön, wenn man gerne überlegt, was ob man sich umbringen soll oder nicht. Nein, nein, nein. So, wenn man sich so zum Beispiel vorstellt, oh Gott, wie hat das Leben von denen ausgesehen? Und davon erfahre ich halt gar nichts. Nee, davon erfährst du nichts, das ist richtig. Aber mir zum Beispiel macht es Spaß, darüber nachzudenken, okay, wie sah das Leben von den beiden aus? Was haben die schon alles erlebt? Dafür sind die mir nicht wichtig genug. Und dann gucke ich einen Highlander, dann kriege ich nämlich gezeigt, was sie nur andeuten. Da kriege ich nämlich mal einen kleinen Rückblick auf seine Zeit im, keine Ahnung, als Marquis, der hau mich tot. Und dann kriege ich einen kleinen Rückblick auf seine Zeit im Zweiten Weltkrieg und einen Rückblick auf seine Zeit als Highlander und so weiter. Dann interessiert mich das auch. Aber da zu hören, dass sie mit Kleopatra irgendwie um die Häuser gezogen ist, ist ein Gag. Aber dann wieder, wie ich immer sage, Show, don't tell. Ist halt einfach meine Prämisse, weil Show, don't tell. Ja, also von mir. Von mir hält der Daumen hoch. Ich mag den Film einfach. Von mir nur so einen mittleren Daumen mit Tendenz nach unten. Also von allen Jim Jarmusch-Filmen, die ich bisher gesehen habe, mit Abstand der, den ich definitiv nicht mehr gucken werde. Den könnt ihr auch bei Amazon Prime ausleihen. Genau. Und das war's, weil ich meines Wissens. Also in irgendeiner Flatrate ist er nicht enthalten. Genau. Ja, also das war Only Lovers Left Alive. Ist für mich jetzt nicht so. Der Chat schreibt hier gerade Ghost Dog. Ja, zum Beispiel Ghost Dog finde ich großartig. Ja. Aber ich weiß, nicht. Ja, du wirst aber Ghost Dog, du magst halt Forrest Whitaker nicht. Oh nee, den mag ich wirklich nicht. Genau. Ich verspreche dir, er ist nicht drin. Ja, ich hatte überlegt, ob ich Ghost Dog reinwerfe. Das wäre dann schon der dritte Jim Jarmusch Film. Ghost Dog ist so ein bisschen, also wie wäre das? Leute, die Leon der Profi mochten, mögen eigentlich auch Ghost Dog. Okay, Leon der Profi mag ich. Also ist ganz anders als Leon der Profi, aber es geht halt auch um so einen Auftragsmörder, der halt ein bisschen anders ist. Und der wird halt gespielt von Forrest Whitaker. Oh, ich mag den einfach. Genau, deswegen habe ich ihn. Seit der Grey's Anatomy Folge, was? Nee, Emergency Room. Ja. Ich mag den einfach nicht. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Ghost Dog, danke Chat für den Hinweis, zwischen Ghost Dog und gucke ich mir 10-mal Ghost Dog an. Ja, ist ja auch okay. Ja.
Weil ich nämlich Forrest Whitaker im Gegensatz zu dir ziemlich geil finde. Ja. Sogar mit seiner Kackrolle als Saul hau mich tot in Rogue One. Ja, also von daher, ja. Also, wer es mag, guckt es euch an, wenn eure Serotoninspiegel nicht so hoch ist, guckt ihn lieber nicht an. Ey, ja? Sei nicht gemein zu mir. Dann sollte man ihn definitiv nicht angucken, es ist einfach so. Also man muss schon hin. Also von daher, also gut, also ich möchte nicht gucken. Gut, zweiter Film. Ich glaube, die Leute haben es kapiert. Ich glaube auch. Zweiter Film. Der zweite Film ist von 1973 und kam vor 3 Jahren als Remake nochmal ins Kino. Da sage ich gleich was zu. Ja, das hat kein Mensch mitbekommen. Doch schon, es hat halt. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja, gut, okay, aber du kanntest auch das Original nicht und deswegen hast du wahrscheinlich bei dem Namen auch nicht gezuckt. Ja? Nee, aber es war ja so, dass wir den irgendwie jetzt nicht im Kino oder so gesehen haben. Es gab eine PV, ich hätte sie gern gesehen, aber ich konnte halt an dem Tag nicht. Also, die Rede ist von Papillon. Scheiße, habe ich den anderen schon verraten. So, von Papillon. Also, von Papillon. Und, ja, was soll ich sagen? Ein Film von 1973 mit Steve McQueen und Dustin Hoffman in den Hauptrollen. Worum geht's? Es ist ein, naja, sagen wir mal, zumindest umstritten autobiografische Verfilmung eines Romans von Henri Carrière, der in jungen Jahren laut eigener Aussage unschuldig für einen Mord in Frankreich verurteilt wird. Und die Franzosen haben so um die 30er Jahre rum ihre Schwerkriminellen immer in die Verbannung nach Neuguinea geschickt. Oder nee, nach Französisch-Guayana geschickt. Und zwar in eine Strafkolonie. Und dort wird also Papillon gespielt von Steve McQueen. Er heißt deswegen so, weil er einen Papillon, also einen Schmetterling auf seine Brust tätowiert hat, geschickt. Und auf der Reise dahin lernt er also den Louis Degas kennen. Das ist gespielt von Dustin Hoffman. Und der ist ein Meisterfälscher. So. Der hat also Milliarden. Der wird, glaube ich, sogar gesagt, er ist Milliardär. Der hat irgendwelche Aktienpapiere. Genau, er hat Aktienpapiere, Kriegsanleihen hat er gefälscht und hat damit ein Milliardenvermögen. Es wird Milliardenvermögen gemacht, gesagt. Das heißt, die beiden machen sich eine Zweckgemeinschaft auf, denn es ist völlig klar, jeder schmuggelt Geld in diese Straflager, meistens im Hintern. Und davon hat halt der Degas eine ganze Menge. Das heißt, die alle werden ihm nach dem Leben trachten, weil jeder weiß, wer Degas ist. Er ist eher schmächtig, ne? Das sind Hoffmann halt. Also braucht er ein paar Muskeln in Form von Papillon, die ihn beschützen. Also gehen die zwei eine Zweckgemeinschaft erstmal ein und kommen dann eben in dem Strafgefangenenlager an, auf der Insel Saint-Laurent, glaube ich, also wie gesagt in Französisch-Guayana. Und ja, der Papillon ist davon angetrieben zu flüchten, weil er sich für unschuldig hält. Im Film wird er auch als unschuldig dargestellt. In der Realität war das wohl nicht ganz so. Ja. Gibt einige Unterschiede und ja, und in der Zweckgemeinschaft flüchten sie halt immer was. Sie unternehmen mehrere Fluchtversuche, werden immer wieder gefasst und die Strafen werden immer härter. Also erst verbringt der Papillon 2 Jahre in Einzelhaft, dann sogar 5 Jahre in Einzelhaft und immer verdoppelt sich die Strafe, die ursprünglich hatten. Also am Ende hätte er eigentlich nach 16 Jahren nach Hause gehen können, aber er hat seine Strafe durch die ganzen Fluchtversuche halt immer erhofft. Warum will er immer flüchten? Weil die Bedingungen halt einfach unmenschlich da sind. Also was die da machen müssen, ist natürlich Zwangsarbeit verrichten. Ja. Man bekommt als Gefangener verschiedene Jobs. Also es gibt zum Beispiel den Job der Putzkraft, der noch ein sehr angenehmer Job ist. Aber die beiden werden nach Kilo 40 verbannt. Ja. Das heißt so, weil, keine Ahnung. Ja, das ist also, es ist ein Streckenabschnitt, wo eine Bahn gibt und die müssen halt einen Sumpf trockenlegen. Und Sumpf trockenlegen, da holst du dir eigentlich alles an, von Malaria über keine Ahnung was. Du bist halt den Moskitos ausgeliefert, du bist Krokodilen ausgeliefert, die du nicht siehst im Schlamm. Du kannst keine Ahnung, welche Parasiten da bekommen und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und das haben die filmisch sehr gut dargestellt, wie ich finde. Ich muss aber dazu sagen, der ganze Film ist wirklich super lang und ein bisschen zu lang für meinen Geschmack wieder mal.
Also insgesamt geht er schon 144 Minuten. Ja, und er hat aber auch jetzt keine großartigen Highlights. Nee, es ist jetzt kein Flucht von Alcatraz, wo also alles auf die eine genau. Flucht hinläuft, sondern die unternehmen ja mehrere Fluchtversuche. Ja. Es gibt sogar einen Teil, da sind sie durchaus ein Dreivierteljahr erfolgreich auf der Flucht, werden halt dann wieder eingefangen. Und man folgt ihnen einfach. Also genau. Es gibt da in dem Sinne kein richtiges Highlight. Trotzdem finde ich den Film durchaus spannend. Mir ist aufgefallen, dass ich ein oder zwei Teile komplett vergessen hatte. oder die waren im Fernsehen geschnitten, keine Ahnung. Also da konnte ich mich 0,0 dran erinnern. Ja, wir haben die Vermutung, das wurde rausgeschnitten, weil Brüste zu sehen waren. Ja, weibliche also Brüste. Der Teil bei den Indios, wo sehr viel barbusige Indianerinnen rumlaufen. Ja. Ja, oder darf man auch nicht mehr sagen, muss man. Native Hondurianer rumlaufen in Honduras sind sehr. Ja, keiner, ich weiß nicht, vielleicht können wir nur nicht, einfach nur nicht dran erinnern. Und ja, also was soll ich sagen? Ich habe auf Sky ist sowohl das Original als auch, nee, das Original nicht, sondern die Remake. Das Remake. So. Und wir haben den auf Amazon Prime geliehen, glaube ich. Ich glaube schon. Genau, ja. So, ich habe also jetzt nochmal in das Remake reingesetzt. Das ist mit Rami Malek und Charlie Hunnam. So. Ich mag sowohl Charlie Hunnam aus seiner Rolle in Sons of Anarchy als auch Rami Malek als Mr. Robot beziehungsweise als Freddie Mercury. Das ist auch ich habe den jetzt wirklich so durchgeskippt. Die ersten Dreiviertelstunde habe ich geguckt, dann habe ich einfach mal so nach vorne gespult und habe dann mal geschaut, so die Schlüsselszenen nochmal eben kurz. Also das ist jetzt kein Schrott. Ich habe mir nur die Kritiken durchgelesen. Also es ist definitiv kein Schrott, dieses Remake. Der Punkt ist, es ist halt unnötig, weil es fügt nur sehr wenig hinzu. Am Anfang ist man ein bisschen länger in Paris und sieht halt, wie er mit diesem Mord, mit dem er in Verbindung gebracht wird, halt wie er da reingelegt wird. Mhm. Ja. Ja gut, der Originalfilm fängt ja direkt auf der Überfahrt zum genau. Gefängnis an. Genau. Sind halt im Remake sind 10 Minuten Prolog dazu. Ja. Die es aber ehrlich gesagt eigentlich nicht braucht. Der Teil mit den Indios ist 2 Minuten. Also komplett kurz. Mhm. Und die Nonne, die sie verrät, ist auch direkt bei den Indios. Also es geht praktisch eins über. Was mir halt aufgefallen ist, und das fand ich so interessant, dass du das gerade eben so gesagt hast, mit dem, man kann das förmlich fühlen, wenn man es sieht, und das fehlt dem Film komplett. Also wo man im Original, wo man im Original wirklich sieht, dass es da scheißenheiß ist, dass die sich die Seele aus dem Leib schwitzen, dass die, du glaubst förmlich den Gestank zu riechen. Und wenn Steve McQueen dann erst aus 2 Jahren Einzelhaft, davon ein halbes Jahr dunkelhaft rauskommt, wie der aussieht, dann ist es vom Make-up her 1A. Ja, auch die Klamotten und 1A. Auch die Szenen, wo er in der Zelle gezeigt wird, wie er sich da verhält. Es ist unglaublich gut gespielt. Ja. Mit den Kakerlaken da und dem ganzen Viehzeug und das wirklich, also sensationell. Ja. Und das muss man halt ehrlich sagen, ist in diesem Remake gar nicht. Das ist alles viel zu clean, viel zu glatt. Dann wurde auch in der Kritik halt gesagt, Charlie Hunnams Muskeln werden dann doch halt irgendwo ein bisschen so sexy in die Szene gesetzt. Genau, und ich habe halt. Das hat der Film im Original gar nicht. Also da ist null irgendwie so Anspielungen oder irgendwie sowas, weil das hat der Film auch einfach nicht nötig. Und ich finde, das hat da auch absolut nichts zu suchen in so einem Film, wo es halt auch um die Themen geht. Ich weiß nicht, ob die das bei Charlie Hunnam dann da gemacht haben, weil, wir wollen weibliches Publikum. Ja, also keine Ahnung. Also er kommt zwar jetzt nicht oberkörperfrei aus den 5 Jahren Einzelhaft, der Charlie Hunnam, aber so sieht, glaube ich, wirklich niemand aus, der 5 Jahre Einzelhaft hat. Also er sieht einfach viel zu gut aus. Er sieht halt nicht mal ausgemergelt aus. Also das Ausgemergelte ist ihm offensichtlich hingeschminkt worden, indem man unter den Wangen so ein bisschen dunkel abschattiert hat und so. Also da hätte, glaube ich, ein Method-Actor wie irgendwie so ein Edward Norton oder so definitiv mehr draus gemacht. Mhm. Er hätte sich einfach dann für diesen Teil 30 Kilo runtergehungert oder so. Ja gut, das ist auch... Das macht jetzt ein Charlie Hunnam nicht. Sein. Das kann man filmisch irgendwie anders auch lösen. Gut. Aber und es wurde halt in den Kritiken auch gesagt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil ich habe es jetzt natürlich nicht gesehen, aber es wurde zum Beispiel,
naja, bemängelt, aber der Dschungel, der einfach viel zu grün war. Okay, das und so genau habe ich jetzt, wie gesagt, da nicht durch, nicht reinguckt. Vielleicht wäre das nochmal interessant, ja. das nachzuschauen. Also, wenn es den auf Sky so gibt, dann kann ich ihn dann nochmal gucken. Genau. Also ich empfehle euch an der Stelle wirklich, schaut das Original. Ja, es hat ein paar Längen, okay, aber auch hier glaube ich wieder, also die Längen, ganz ehrlich, sind, also wenn was wirklich sinnvoll gekürzt wurde in dem Remake, dann diese Dreivierteljahr Flucht. Ja. Weil diese Verfolgung durch den Wald ist im Verhältnis zum Rest viel zu lang und führt zu gar nichts. Ja, ja, weil es halt keinen Erfolg gibt am Ende. Weil genau, und die macht auch irgendwie keinen Sinn. Er wird von den Indios gejagt und kommt dann am Ende bei dem Indio-Volk raus und dann helfen sie ihm so, hä, what's the point? Also das macht irgendwie... Die ganze Sequenz ist eigentlich sinnlos. Also die hätten einfach ankommen... Komplett weglassen können. Ankommen können und irgendwie das anders machen. Ja. Also das passt irgendwie nicht so und das ist dann auch so ein Durchhänger. Mhm. Allerdings finde ich halt alles, was in dem Gefangenenlager spielt, von vorne bis hinten... Nicht spannend, aber man kann aber auch nicht weggucken. Ja. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, so, wenn wir ins Feierabend und gucken in 3 Tagen weiter, hättest du dann gesagt, ja, ist okay. Nee, ich finde, ich will dabei bleiben. Ja, du wahrscheinlich. Also. Nee, das ist einfach auch nicht so der... Ich fand den Film okay, aber ja, er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Okay, muss er nicht. Es ist, ich glaube, das ist... Bei mir so wie bei dir mit dem Only Lovers Left Alive, so. Ah, ja, schon nochmal Welten dazwischen. Es sind natürlich 2 komplett verschiedene Filme. Es ist einfach nur so, dass dieser Papillon-Film, der ist okay, aber wie gesagt, der hat einfach zu viel Längen teilweise und ja, also manchen Stellen fand ich ihn jetzt nicht spannend. Ja gut, okay. Also ich meine, ist halt ein Film aus den 70ern. Der hat sich halt noch Zeit genommen. Ne? Ja, der musste sich nicht damit umschlagen, dass Leute nebenher noch aufs Handy gucken. Also. Was ich halt gut fand, ist wirklich auch da jetzt diese Stimmung. Dass du halt wirklich dich genau hineinversetzen kannst, wie das ist. Also wenn die da am Anfang alle in diesem einen Raum auf dem Schiff sind und da in ihren Hängematten liegen und so. Das ist dann, da fängt das schon an, beklemmend zu sein. Und die Klemmung, die am größten ist, ist, wo er da wirklich in Einzelhaft ist. Ja. Und stell dir mal vor, du musst 5 Jahre oder stell dir einfach mal vor, du musst nur 30 Tage lang in einem 5 Schritte großen Raum mit auf einer harten Pritsche in kompletter Dunkelheit verbringen. Und du darfst nicht reden. Du darfst auch nicht reden, du darfst dich mit niemandem unterhalten, du siehst nichts, du bekommst einen Eimer mit so einem ekligen Schmock zum Essen. Und das war's. Das ist dein Leben. Ja. Uah. Nee, also das war wirklich sehr, sehr krass. Und das war wirklich sehr gut dargestellt. Mhm. Ja. Und du wirst auch, den haben wir ja schon gezogen. Wir haben noch einen Film des gleichen Regisseurs jetzt gezogen, von Franklin J. Schaffner. Haben wir jetzt einen Film gezogen, wenn wir jetzt nicht sagen, welcher das ist. Ja? Hast du schon gezogen? Ja, ich habe ihn schon gezogen. Ja. Du hast dafür die anderen beiden Filme von mir vorher gezogen. Ja. Und so langsam ist es irgendwie so ein Kampf, was wir hier machen. Den werden wir auch noch gucken. Nein, aber ich stelle fest, dass es dann durchaus einfach immer... Es sind dann halt doch auch wirklich, selbst wenn man jetzt die Namen der Regisseure nicht kennt, und ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, dass das der Film von dem jetzt ist. Also man merkt halt einfach, dass es auch wie heute irgendwie so ein Tarantino oder wie ein... Dass es halt so aus der Zeit ist. Irgendwie. Genau, das, oder ein Jim Jarmusch halt eben oder ein Wes Anderson oder so, dass es halt in jeder Generation so 4, 5, 6 Highlight-Regisseure gibt, die dann auch die maßgeblich stilprägenden Filme dieses Jahrzehnts oder der Ära gemacht haben, die man halt heute auch noch guckt. Also wie halt eben ein Kubrick oder ein Hitchcock oder halt ein Schaffner. Oder 90er-Jahre-Teenie-Filme. Ja. Ja, das ist auch stilgebend. Ich brauche mal so ein Soundboard. Ich brauche mal so ein Soundboard, wo ich dann so ja, oder so Grillenzirpen einspielen kann. Ich habe da sechsmal war ich hier noch so ein Soundboard. Ja, du wirst nicht der zweite Stefan Raab. Ah, abwarten, ja. Gut, also von mir kriegt Papillon definitiv einen Daumen hoch. Kann ich jetzt nicht immer gucken, aber so alle paar Jahre gucke ich mir den gerne an. Ja, Daumen zur Seite, sag ich jetzt. Echt? Mal. Ja, okay. Ja, es ist jetzt kein Highlight-Film und ich werde mich nicht nochmal anschauen. Na, sorry, not sorry.
Gut, alles klar. Dann war das also Papillon. Jetzt kommen wir zum dritten Film, den ich gerade eben schon kurz eingeblendet habe, aus Versehen. Und jetzt machen wir es eben. Ein Film von 2000. Jetzt muss ich eben nochmal schauen. 2003. Von 2003. Richtig. Moment, ich schaue mal eben nach. Von 2002. Ja. Ja. Mit Adrian Brody. Und völlig unverhältnismäßig auf dem Plakat dargestellt und abgebildet, namentlich genannt so. Thomas Kretschmann. Ja, der hat also, 10 Minuten im Film, aber okay. Ja, okay. Ja. Emilia Fox spielt noch mit, die hatte ich noch gekannt. Und ansonsten sind ein paar deutsche Schauspieler dabei, ja, die man eher so vom Sehen kennt als jetzt vom Hören. Es geht um Der Pianist, ein Film von dir. Genau, den habe ich dort reingeschmissen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen vor 10 Jahren. Also, ja, es ist schon sehr lange her und das ist auch ein Film, der auch sehr lang ist. Und der hat sich aber in mein Gehirn eingebrannt, weil es geht um, das ist sehr passend heute für diesen Tag. Ja, oh, heute stimmt. Ist ja, der heute 8. Mai, 75 ja. Jahre Kriegsende. Kriegsende. Ja. Zweiter Weltkrieg und zu der Zeit spielt auch unser Film. Es beginnt am Anfang des Krieges. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das jetzt anfängt. Also im Film. Schauplatz ist Polen, Warschau. Und die Nazis marschieren so langsam in Polen ein und auch in die Stadt. Und ein Ghetto wird aufgebaut. Und unser lieber Pianist, ja, der ist ein Jude und lebt natürlich in einer jüdischen Familie und wir begleiten ihn sozusagen durch diese Kriegsjahre und ja, sehen, wo es seine Familie leider hin verschlägt und wie er durch glückliche Zufälle den Nazis entkommt und sich die ganze Zeit lang über versteckt. Ja. Und das hast du gut zusammengefasst, ja. Jetzt mach ich's mal richtig. Also, der Chat fragt übrigens noch, ob du das Papillon-Buch lesen würdest. Wenn das kein großer, dicker Schinken ist, dann würde ich das Buch lesen. Also ich habe ja letztens gerade noch ein paar neue Bücher gekauft, weil ich habe echt viel Zeit gerade zum Lesen. Ich habe Blade Runner gelesen. Da gibt es auch bald einen Podcast eventuell zu. Und das war auch nicht so dick, dieses Buch, und das konnte man sehr gut lesen. Papillon, wenn das Buch, ja, wenn es nicht zu viele Seiten sind, dann würde ich es Ich kann nicht sagen, wie dick es ist, aber ich würde behaupten, es ist eher dicker. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich hatte bei Blade Runner auch gedacht, dass das bestimmt nee, das, so dick ist. Nee, das sehe ich ja von Blade Runner. Gut, also zurück zum Pianisten. Ja, ich würde es vielleicht lesen. Okay, zurück zum Pianisten. Also, es beginnt, wie gesagt, in Warschau. Wladislav Spielmann, seines Zeichens auch durchaus bekannter ja. Konzertpianist. Also es beruht auf einer wahren Geschichte. Ja. Wird mit seiner Familie erst ins Warschauer Ghetto eingeliefert. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, Warschauer Ghetto wurden ungefähr 300.000 Juden eingepfercht auf einem Raum, wo eigentlich nur 15.000 Leute Platz haben. Also wie Massentierhaltung. Und das Ganze führt dann zu wirklich, also zu schockierenden Szenen, für die man wirklich einen starken Magen braucht. Es zeigt aber auch gleichzeitig auch, wie Menschen halt auch abstumpfen können. Also wenn dann einfach die Verhungerten einfach rumliegen und der Rest einfach seinem Alltag nachgeht. Also es gibt einfach auch in diesem Ghetto dann Reiche und Arme. Die Spielmanns gehören eher zu einer reichen Familie, können sich also noch Dinge leisten, auch wenn sie viel verkaufen müssen, aber sie haben noch einen gewissen Lebensstandard, aber es gibt halt andere, die verhungern auf offener Straße so. Und da folgt man, und der Film hat in der Regie von Roman Polanski übrigens, hat so ein zweigeteiltes Ding. Das heißt, man erlebt also die ganze Zeit wirklich immer die Sicht von Wladislav Spielmann. Und das heißt auch, dass es irgendwann einen Punkt gibt, nämlich der Punkt, ab dem er sich dann verstecken muss, dass man eigentlich wirklich gar nicht mehr viel mitkriegt, was eigentlich passiert. Und das war eigentlich das, was mir bei dem Film hängen geblieben ist, wo ich sage, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich finde den Weißgott nicht perfekt. Ich finde andere Filme in dem Thema besser. Aber was ich toll fand, war, dass es halt, dass er den Krieg eigentlich nur aus dem Fenster rausgucken wahrnimmt. Ja, teilweise. So. Das heißt, sobald er also aus dem
das Ghetto, es gibt ja dann einen Aufstand im Warschauer Ghetto, der dann blutig niedergeschlagen wird. Es beginnen erst Deportationen aus dem Ghetto. Durch einen glücklichen Zufall kann er sich da vordrücken. Oder wird gerettet, er drückt sich nicht, er wird gerettet. Seine Familie wird deportiert und da ist die Familie auch raus. Wir werden nie wieder was von der Familie sehen. Das heißt, wir folgen weiterhin seiner Person und ab dann versteckt er sich eben in einer Mansarde, in einer Einzimmerwohnung, im Keller, in der Ruine und so weiter. Er hat Glück, weil er durch seinen Status als bekannter Spielmann, als Pianist, viele Freunde hat außerhalb des Ghettos und dadurch hat er halt Möglichkeiten gehabt, sich zu verstecken. Das hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen, wenn es nicht so gewesen wäre. Genau, und deswegen kriegen wir halt den kompletten Krieg nur aus seiner Sicht mit. Und wenn er halt einfach wochenlang irgendwo eingesperrt ist, dann bekommt man eben den Aufstand im Warschauer Ghetto auch einfach nur aus seiner Sicht aus dem Fenster raus zu sehen. Und auch nur mit diesem einen Straßenzug und mehr halt einfach nicht. Das finde ich ziemlich toll. Ich glaube aber, wenn man halt über sich, über die historischen Dinge, wenn man davon keine Ahnung hat, dann ist das, glaube ich, grottenlangweilig, wenn man dem Ganzen nicht folgen kann. Ich glaube, weil es einfach nicht, es wird nichts erklärt. Also es wird wirklich nichts erklärt. Das heißt, wenn du die über die historischen Abläufe in Warschau und im Zweiten Weltkrieg grundsätzlich, wenn du davon wenig weißt, kannst du dem Film nicht folgen. Also ich muss oder nur schwer folgen, weil er ja auch keine Ahnung hat, was passiert. Ja, guck mal, ich habe den Film gesehen, da war ich 15 oder so. 15, 16. Da hast du sie in Geschichte ja schon fünfmal durchgenudelt. Da haben wir viel in Geschichte darüber gesprochen, ja. Und das war mitunter auch einer der Gründe, warum ich den Film, glaube ich, geguckt habe. Und weil es halt in einem meiner Bücher stand. Mhm. Also in dieser Liste, wo Filme, die man gesehen haben sollte. Und da stand der Film halt mit drin. Ich weiß jetzt auch nicht viel über den Aufstand in Warschau. Also ich kann dem Film aber trotzdem folgen, weil weil ich die Geschichte an sich, ne, das große Bild, sag ich jetzt mal so, wenn du darüber schon was gelesen hast oder das in Geschichte hattest oder ja einfach darüber dich ein bisschen informiert hast. Ja, aber ist es denn interessant? Nicht, ja, ich finde schon. Ja, okay. Ja, weil halt der Fokus nicht so darauf liegt, auf diesem Aufstand, weil ich finde, der ist gar nicht so im Fokus. Nein, überhaupt nicht. Du siehst ja, wenn du hier aus dem Fenster guckst, du siehst halt drei Häuser links, drei Häuser aber rechts. Das finde ich halt auch wirklich cool, weil du halt wirklich ihn verfolgst und seine Geschichte und seine Sichtweise. Und er ist ja auch teilweise davon genervt, ne? Weil er ist ja auch eingesperrt und er kann nicht raus und das... Er weiß, dass draußen Krieg ist, aber irgendwas ist es trotzdem so widerstrebend. Genau wie jetzt gerade in Corona, ja, wo die Leute wissen, ja, eigentlich sollte ich nicht rausgehen und zu Menschenmassen. Aber auf der einen Seite will ich unbedingt raus und was machen und es ist gefährlich, aber ich möchte so gerne. Und das hat er auch so ein bisschen, finde ich. Er möchte gerne raus und er möchte gerne weg und er darf aber nicht und er kann nicht und... Und er weiß, es ist vernünftig, drin zu bleiben. Aber er würde auch gerne los. Eigentlich in meiner Wahrnehmung wollte er eigentlich nur wieder Klavier spielen. Ja, genau. Aber das ist halt das. Ne? Und da fand ich ja das perfide dran, dass er in der einen Wohnung ist. Klavier steht und er kann nicht spielen, weil es darf niemand wissen, dass da halt jemand in der Wohnung ist. Ja. Aber das ist halt so dieser innere, das finde ich, stellt er sehr gut dar. Ja, absolut. Also nicht falsch verstehen, wenn ich sage, ich finde andere Filme in dem Bereich besser, dann heißt es um die Geschichte. Genau, dann heißt es nicht, dass der schlecht ist. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das war ein toller Film. Ich habe mich auch überhaupt nicht gelangweilt. Wie gesagt, Thomas Kretschmann aufs Plakat zu schreiben, ist albern. Selbst für deutsche Maßstäbe lächerlich, weil er hat 5 Minuten Screentime und das auch nur ganz am Ende. Ja. Wird aber, auch wenn man den Wikipedia-Artikel zu dem Film liest, denkt man so, oh, das ist jetzt voll die Geschichte zwischen den beiden. Nee, ist es überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Episode am Ende, wie es vorher 20 andere Episoden halt auch gab. So. Es ist zwar eine wichtige Episode so an sich, ja, aber ja, es ist halt das Ende und nun gut, aber ich finde halt, der Film legt halt zwei Geschichten. Einmal die Geschichte von dem Spielmann. Und als zweites hier die Geschichte über diesen Nationalsozialismus und so weiter, die aber halt dann wirklich auch zweitrangig ist. Ja. Das ist nicht der Fokus. Nein, überhaupt nicht. Und das ist die Geschichte von ihm und wir erleben ihn die ganze Zeit. Es gibt keine anderen
Szenen, wo ja. irgendwie, also und, wenig, ja, es gibt ja. so ein paar, aber wenig. Ich ja. überlege halt die ganze Zeit, also das habe ich bei dem Film halt auch gedacht, du hast jetzt Schindlers Liste noch nicht gesehen. Dann nee, den möchte ich auch nicht gucken. Ja, also es gibt ja so die drei, ja, musste, die, also die großen Werke im Bereich der Holocaust-Geschichte. Das ist einmal die Serie Holocaust so aus den späten 70ern, Anfang der 80er. Das ist so 6 Teile sind das, eine Stunde oder sowas. Die ging damals um die Welt, da war ja, ganz mehr so. Dann gibt's Schindlers Liste eben, der Pianist. Und ich sag mal noch, das Leben ist schön. Das sind so the Big Four of Holocaust-Filme. Ja, falls ich was vergessen habe, dann sind die mir so spontan einfallen. Leben ist schön, ganz ehrlich, kann ich nichts mit anfangen. Ist nicht mein Humor, in Anführungszeichen. Nee. Schindlers Liste fand ich toll, finde ich toll, aber im Vergleich zu einem Pianisten drückt halt. Das soll jetzt nicht blöde klingen, aber Schindlers Liste weiß schon, oder Steven Spielberg weiß, wo er drücken muss, damit du auch die Emotionen erlebst, die du gefälligst erleben sollst. So. Also ich habe, als ich das erste und, Mal geguckt habe, ja. ich musste heulen. Ja, so. Ja, und das wird aber natürlich, das wird natürlich in Schindlers Liste erreicht, durchaus, ich sag jetzt mal, mit billigen filmischen Tricks. Ja, also schwülstige Musik, ja. Der Film ist in Schwarz-Weiß, bis auf ganz wenige Elemente in dem Film. Die sind dann farbig, eigentlich nur eine Farbe. Vor allem die Musik ist toll, aber die Musik ist schon da drauf jetzt so. Und jetzt bitte alle mal hier Gänsehaut und Kloß im Hals und zack, so. Du hast auch dein Rache-Element, weil du am Ende siehst, wie alle Nazi-Schergen erschossen werden und aufgehängt werden und so weiter und so weiter. Also Schindlers Liste spielt schon sehr, weiß genau, welche Emotionsknöpfe es drücken muss. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja ein Film, der Emotionen wecken will. So. Das macht der Film überhaupt nicht. Also ich war bei dem Film lange nicht so emotional dabei wie bei so einem Schindlers Liste oder bei so einem Holocaust-Ding, weil der Film aber das halt auch nicht drauf anlegt. Und aber das fand ich wieder sehr sympathisch. Ich dachte ja nicht, dass das schlecht war. Ich fand das sehr, sehr sympathisch, weil ich mir gedacht habe, ach guck mal, ein zweiter Weltkriegsfilm, der die Geschichte eines Opfers zeigt, ohne auf die Tränendrüse zu kriegen. Ja, im Gegenteil, ja teilweise sogar, weil er sich ja manchmal auch geradezu ja naiv doof anstellt in manchen Dingen. Ja, ich das eigentlich ganz toll. Dieses, dass er das nicht macht, dieser Film, macht ihn an manchen Stellen emotionaler. Zum Beispiel die Szene, die finde ich einfach so, die war für mich so traumatisierend irgendwie, weil es an Grausamkeit einfach nicht zu überbieten war. Die Szene, wo die Nazis in der einen Straße kommen und alle Leute machen die Lichter aus. Mhm. Und dann gehen die von der Spielmannsfamilie gegenüber ins Haus. Ja, und werfen den Mann aus dem Fenster. Und die einfach werfen so. Den Mann aus dem Fenster, denn, ja. weil sie kommen ins Wohnzimmer von den Leuten und sagen, aufstehen. Und dann stehen alle auf und der Vater oder Großvater kann nicht aufstehen, weil er im Rollstuhl sitzt. Ja. Und dann werfen die den einfach. So, und davon hat halt Schindlers Liste. Das ist so schlimm. Ja, und davon hat halt Schindlers Liste 15. Ja. So. Ich kann mir den Film nicht einfach die ganze Zeit durchheulen. Genau. Das, nicht, so und die Geschichte schon und das dazu noch mit John Williams Tränendrüsenscore in Schwarz-Weiß, das ist halt so. Weißt du, das fragt der Chat gerade, als der Brody dann nach tagelangem Hunger ein Essenspaket ergattert, packte er so ein rotes Zeug aus einer Papierverpackung und isst es sofort. Weißt du, was das gewesen ist? Ich glaube, eine Wurst. Ich glaube, das war eine Fleischwurst, glaube ich. Das war ein Ring Fleischwurst, glaube ich. Und da beißt er einfach rein. Ja, genau. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ja. Also von daher, die Filme sind natürlich irgendwie, muss man sie miteinander, also man muss sie nicht miteinander vergleichen, das eine spielt im KZ, das andere nicht, aber die Zeit ist die gleiche, Warschau, Polen, Warschauer Ghetto etc. pp. Also Pianist ist definitiv leichter konsumierbar bei gleich guter Message. Man you get the message. Genau, you get the message ohne Tränendrüse. Und das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Deswegen gefällt er mir einen Ticken besser als Schindlers Liste, weil er nicht so ganz billig auf die Tränendrüse drückt. Gehe ich aber schockierter aus Schindlers Liste raus? Ja.
auch nach dem x-ten Mal gucken. Am besten ist immer noch, finde ich, diese Holocaust-Serie, die kommt auch regelmäßig auf Arte, also die, oder im dritten Mal oder so. Also wenn die kommt, schaut die an, die ist für Star besetzt und ist wirklich toll. Ja, was ich noch nicht gesehen habe, das will ich mal gucken, ist der Zug. Den muss ich noch gucken. Und heute kommt Justamente, aber den können wir, deswegen machen wir trotzdem hier den Stream, kommt im irgendwo, ich glaube auf Arte oder in Dreisat, kommt der Hauptmann. Den will ich auch noch gucken, aber der den... Der Hauptmann? Ja. Von Köpenick? Nein, nicht der Hauptmann von Köpenick. Nein, also der Zug... Hast du denn, wenn wir bei so Kriegsende jetzt gerade sind, die Brücke gesehen? Ja, welche Version? Die alte, schwarz-weiß. Ja, mit, wer ist dabei? Götz George ist dabei, Horst Jansson ist, glaube ich, dabei. Alles, was so dann, ja, das ist so. Den mussten wir in der Schule, glaube ich, gucken. Fällt mir nur gerade ja, so ein. Ja, die Brücke ist halt, ja, klar, halt die Kindergeschichte mit dem, ja. Also es gibt viele gute Filme, die Brücke, ja. Ja, ich glaube, der ist halt für die Schule nicht interessant, weil es einfach das Alter halt zeigt, wie sich Jugendliche in so einer... Aber ich hatte gerade eben noch zwei Filme erwähnt. Also der Zug, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Der Zug ist eine Verfilmung, wo Juden, ich glaube aus Südfrankreich oder aus Polen oder irgendwie aus Ungarn raus, ich glaube auch aus Frankreich raus, da haben 300 Juden einen Deportationszug gefaked. Allen drum und dran mit Nazis, KZ-Häftlingen, allen drum und dran. Und haben sie so mit einem gefakten Deportationszug gerettet. Okay. Den will ich noch sehen. Trojanisches Pferd. Genau. Und der Hauptmann. Der Hauptmann ist ganz was anderes, aber auch eine Köpenickiade, um dabei zu bleiben. Da gibt es also einen einfachen deutschen Wehrmachtssoldaten, der am Ende des Krieges durch Zufall eine Hauptmannsuniform gerät. Und sich dann sagt, super, nehme ich doch, befördere ich mich mal vom Gefreiten zum Hauptmann, sich lose Truppen einverleibt und damit aber dann halt mordend und marodierend durch die Gegend zieht. Also der wird wirklich zum Wilden. Auch eine wahre Geschichte. Der kommt heute im Fernsehen. Also die habe ich beide nicht gesehen, die sollen aber ziemlich gut sein. Ansonsten, ja, guckt euch bitte nicht Private Ryan an. Das ist einfach nur Kappes. Zugegeben, als ich ihn im Kino gesehen habe, war ich auch beeindruckt. Aber nach dem letztes Mal wieder geguckt habe, boah, also Private Ryan ist wirklich, das ist schon. Es ist viele amerikanische Kriegsfilme sind amerikanische Propaganda, aber der ist schon wirklich, also boah. Alter, das kannst du fast nicht mehr ertragen. Okay. Das heißt nicht, dass jetzt die Deutschen gut dargestellt werden sollen, aber es ist so unglaublich eins. Machst du heute. Also so machst du es heute nicht mehr. Deswegen machst du ja beim Pianisten, also übrigens hast du ja dann eben diese Kretschmann-Rolle. Und deswegen, ich glaube, mir ist diese Filmförderung bei Only Lovers Left Alive nur deswegen so sauer aufgestoßen, weil bei Pianist überhaupt nichts von Filmförderung zu sehen war. Ja, ich weiß ja nicht, was die Gründe jetzt bei Only Lovers Left Alive sind. Ja, keine Ahnung. Ja, weil halt irgendeiner sich halt die Kohle da wieder einverleibt. Ja. Gut, also von mir der Pianist auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, von mir. Wo kann man den gucken? Den haben wir auch ausgeliehen. Ich glaube bei Amazon Prime, ja. Ja. Also langsam müssen wir mal Filme gucken, die wir irgendwie hier haben oder die es bei Sky gibt. Ich habe schon so viel Geld jetzt ausgegeben für diese ganzen Filme. Ja, aber es war ja auch nur gutes Zeug dabei. Aha. Ja. Und für Orwell Clockwork Orange hast du nichts bezahlt. Also von daher. Ja, Gott sei Dank. Dafür hätte ich auch kein Geld ausgegeben. Ja. gut, also von daher, ich glaube wirklich drei Filme, die man auf jeden Fall gucken kann. Wie gesagt, bei mir jetzt Only Lovers Left Alive, muss ich jetzt nicht. Also, wenn man auf Jim Jarmusch steht, kann man sich den mal angucken. Wenn man auf Tom Hiddleston steht, dann kann man sich den gut angucken. Ja. Ja. Er sieht halt aus wie Loki mit den langen Haaren. Ja, also, von daher, gut, okay. Dann schaut aber lieber Night Manager, wenn er lange was von Tom Hiddleston haben wollt. Oh ja, Night Manager ist richtig cool. Ja. Also jetzt mal abgesehen von Tom Hiddleston, ist eine echt coole Serie. Ja, also guckt lieber mal Night Manager, wenn er lange was von Tom Hiddleston.
Gut, ja. Also von daher, das waren unsere drei Filme für heute. Bleibt noch kurz hinzuweisen, ne? Twitch.tv German Comic Con ab Donnerstag um ungefähr 20 Uhr sind wir beide da wieder live. Gucken, was wir dann machen. Vielleicht schaffen wir vorher auch noch die anderen Filme zu besprechen. Ja, vielleicht machen wir die 12. Ausgabe dann mal auf Twitch oder so, werden wir dann sehen. Und in diesem Sinne, ja, viel Spaß noch da draußen, weil was immer ihr tut, vielen Dank fürs Einschalten an alle Podcast-Hörer. Lasst doch mal eine Bewertung bei iTunes da. Und wenn ihr auch das jetzt als Podcast gehört habt, ihr könnt auch den YouTube-Kanal abonnieren. Dann habt ihr das immer ein paar Stunden, vielleicht sogar ein, zwei Tage vorher und könnt es auf YouTube schauen. Sehr gut. Ja, so, wir haben schon Wir haben schon drei Filme. Drei Filme gezogen. Ja. Genau, die werden wir jetzt übers Wochenende gucken. Einer wird echt hart. Ja, aber also einer wird echt für mich hart. Ja. Nein. Doch, ich glaube schon. Du wirst dein Urteil, glaube ich, danach nochmal ganz kräftig revidieren. So, also in diesem Sinne, machtet Jorte da draußen, bis die Tage und tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.